liebe Freundinnen, Kolleginnen, liebe Arbeiterinnen. Ich bin Anni, ich bin Auszubildende in einem Hamburger Krankenhaus und Mitglied der Hamburger Krankenhausbewegung. Mit dem Text, den ich euch jetzt vorlese, möchte ich nicht nur quasi den Alltag im Krankenhaus darspiegeln, sondern auch meine inneren Erlebnisse und Gefühle, die sich dabei quasi entwickeln oder entwickelt haben. Übergabe, Umziehen, das Krankenhaus verlassen. Ich stehe an der Ampel. Mal wieder überkommt mich das traurige Gefühl, nicht alles getan zu haben. Habe ich überhaupt mal vernünftig mit meinen Patientinnen geredet? Kann ich jetzt mit gutem Gewissen nach Hause gehen? Hätte ich nicht noch mehr machen können? Aber warum suche ich die Fehler überhaupt bei mir? Und aus Trauer wird Wut, weil ich erkenne, dass die Schuld absolut nicht bei mir oder einem meiner Kolleginnen oder Kollegen liegt, sondern in der Politik. Und ich werde sauer, weil uns niemand hört. Niemand uns hören will. Die Augen verschließt und sich mit Aussagen wie "Wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt" brüstet. Eine Lüge. Eine dreiste Lüge. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur gelogen, sondern gleichzeitig sind solche Aussagen auch immer wieder ein Schlag ins Gesicht für alle Mitarbeiterinnen des Krankenhauses. Wir reden. Nein, wir schreien gegen Wände. Wie lange soll das noch gehen? Es ist ein Fakt, dass Patientinnen aufgrund von Personalmangel sterben, aufgrund von Einsparungen an allen Ecken, aufgrund von Menschen, die unser Schreien nicht hören. Und als wäre das nicht schon genug, dass Menschen sterben, diese Menschen sterben allein, einsam und unbemerkt. Das ist nur eine der Folgen, die resultiert, wenn Betriebswirtschaft auf Gesundheit trifft. Profit über Menschlichkeit, Kapitalismus über Wertschätzung. Es ist kein Zufall, dass Pflegekräfte mindestens seit Einführung der Fallkostenpauschale 2004, welche kapitalistisches Wuchern im Krankenhaus möglich machen, über mehr Leid und schlechtere Bedingungen berichten. Wir alle sehen schwarz für die Krankenhäuser. Schwarz für eine adäquate Patientinnenversorgung und schwarz für das, was gerade die Medien und unser aller Köpfe füllt, die Corona-Pandemie. Ich würde gerne sagen, dass die Pandemie das Gesundheitssystem an seine Grenzen bringt. Dies ist aber nicht möglich, da es dort schon längst angekommen ist. Wir sind personell bis aufs Blut ausgelastet. Warum müssen wir erst auf eine Pandemie warten, bis uns erst nicht endlich mal ein Funken Wertschätzung entgegengebracht wird? Aber viel schlimmer, warum ändert sich trotzdem nichts? Wir brauchen mehr Personal und das nicht nur jetzt. Mehr von uns ist besser für alle. Ich könnte mich jetzt hier noch weiter und weiter in Wut und Trauer und Verzweiflung reden, aber zusammengefasst hoffe ich einfach, dass meine KollegInnen, aber auch alle anderen ArbeiterInnen ein viel besseres Bewusstsein für ihre Relevanz entwickeln. Ohne uns wird dieses System nicht funktionieren. Das kann es nicht. Es bringt nichts, wenige Menschen von der Not anderer profitieren zu lassen. Profit und Gesundheit, Profit und soziales Zusammenleben sind nicht miteinander kompatibel. Es ist an uns. Es ist an uns, an den Arbeiterinnen, die Bedingungen für den Beruf und unser Leben festzulegen. Denn nur wir wissen, was wir brauchen, um Menschen adäquat versorgen zu können. Und es ist an der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass das Gesundheits- und Sozialsystem auch für sie da ist. Auch wenn wir es dafür grundlegend radikal verändern müssen. Auf einen kämpferischen 1. Mai, hoch die internationale Solidarität.